So Leute, wir sind jetzt in dem sogenannten Heinerstollen. Und die Tür machen wir natürlich wieder zu. Der Heinerstollen ist ein Bauwerk in Siegen. Warum sage ich euch das? Weil ich euch die Geschichte erzählen werde. Und deswegen werdet ihr sowieso relativ schnell erkennen, wenn ihr danach sucht, wo der ist. Wir haben exklusiv den Schlüssel zu diesem Bauwerk und dürfen auch maximal eine Stunde hier drin bleiben, weil hier regelmäßig die Feuerwehr kontrolliert und wir müssen uns nach einer Stunde wieder melden. Und wie ihr gleich sehen werdet, Empfang in dieser Anlage hat man nicht, deswegen müssen wir tatsächlich auf die Uhr gucken und in einer Stunde fertig sein. Okay, also jetzt genug. Zur Vorgeschichte, das ist der sogenannte Heinerstollen. Der Heinerstollen ist ein Luftschutzbunker, der in einen Berg reingetrieben wurde in der Stadt Siegen. Und hier, oder dieser Bunker ist in einem sehr, also der ist sehr berühmt geworden. Denn vielleicht kennt ihr den Film Monuments Man. Und der Film Monuments Man ist natürlich nur eine Geschichte, die hier damals passiert ist. Das ist ein Hollywood-Film. Und was ist hier passiert? Die Nazis haben die Länder, die sie überfallen haben, ausgeraubt und haben deren Schätze gestohlen und haben die natürlich selber für sich in den Anwesen platziert. Aber kurz vor Ende des Krieges, als die Bombardements immer größer wurden, hat man die dann sicher unter Tage verbracht und tatsächlich hier in diesem Bauwerk haben die Nazis einen riesigen Schatz von Gemälden, Goldschätzen und so weiter unter Tage verbracht. Und in diesem Stollen sind wir heute. Das bedeutet, ihr seht heute einen wirklich sehr, sehr geschichtsträchtigen Bau und der nebenbei auch noch richtig, richtig spannend ist. Und wie ihr seht, keinerlei Graffitis, keinerlei Beschädigungen. Und jetzt gehen wir erstmal in das Bauwerk rein. Und schaut mal auf den Fußboden, der ist so groß, dass hier sogar Baufahrzeuge fahren können. Hier noch Stahlträger bzw. Stangen, die hier eingebracht worden sind in das Bauwerk. Und auch heute bin ich wieder mit dem genau, mit dem Oliver unterwegs. Und Cliffhanger hat auch einen TikTok-Account. Wenn ihr ihm folgen wollt, könnt ihr das gerne machen unter Cliffhanger. Da findet ihr ihn und erkennen könnt ihr ihn an dem grünen Oberteil. Cliffhanger 2.0. Cliffhanger 2.0, um genau zu sein. Also gerne folgen. So, und wir tauchen jetzt wieder in das Bauwerk ab. Wir sind jetzt ungefähr 10 Meter hochgegangen. Eine kleine Steigung. Und hier sehen wir, der Bunker oder dieser Teil des Bunkers, muss man sagen, der ist mit Spritzbeton überzogen. Häufig sagt man auch, dass das Elefantenbunker sind, weil es so ein bisschen aussieht wie eine Tierhaut, wie eine Elefantenhaut. Und gefühlt 9 Grad, oder? Ist kühl, oder? Ja, genau, es ist auf jeden Fall kühl. Der Sommer ist auch bald zu Ende. Wir haben schon Herbst und hier haben wir eine Abzweigung, rechts und links geht lang. Sollen wir wieder rechts gehen wie letztes Mal? Ja. Dann let's go, baby. Hier sehen wir noch, ich denke, das sind Kabelführungen. Und ich könnte mir vorstellen, dass der Spritzbeton, dass der nachträglich nach dem Krieg aufgebracht wurde. Schaut euch das mal an. Das könnte auf jeden Fall sein, weil die Abzweigerdose ist tatsächlich auch mit Spritzbeton überzogen. Hast du eine Idee, warum man Spritzbeton aufgebracht hat? Damit das Wasser nicht durchkommt oder damit es stabiler ist? Beides. Den Beton darunter zu schützen. Ja. Durch die Feuchtigkeit, weil hier ist ja ordentlich Feuchtigkeit drin. Ne? Ja. Ja, das kann sein. Also ihr seht, das geht schon ordentlich geradeaus. Leider konnte ich bisher nicht rekonstruieren,
an welcher Stelle die Reichtümer, die Schätze gelagert wurden. Aber auch hier können wir die Baumaschine erkennen. Was meinst du, war das eher um Transport, also um Baumaterial zu transportieren? Oder meinst du, das war sowas wie ein Bagger? Oder war das für die Spritzbeton vielleicht sogar die Maschine? Das könnte die Spritzbetonmaschine gewesen sein. Was anderes passt doch gar nicht vorne durch die Tür. Ja, ne? Mini-Bagger, aber der hat nicht so eine Spannweite. Mhm. Was ist das hier? Kotze. Ich hätte gesagt Scheiße. Darf man Scheiße sagen im Fernsehen? Ich weiß das gar nicht. Wow. Geh mal einen Schritt weiter, damit man mal die Größenverhältnisse erkennen kann. Olli ist ungefähr 1,70, 1,80, 1,90, ich weiß es nicht. 1,77 ist er. Das bedeutet, wir haben hier Höhe mindestens mal doppelt so viel. 3,50 Meter? 3,50 Meter, ne? Ich meine Höhe, Deckenhöhe. 3,50? 3,50, ne? Ja, würde ich auch sagen. Dankeschön. So, der Blick zurück. Und schaut euch mal, wie akkurat das gearbeitet ist und wie tief es vor allem da reingeht. Ich gehe davon aus, dass das die Kabeltrassen waren, aber weiß ich natürlich nicht 100%. Und hier müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir uns die schönen Schuhe nicht dreckig machen. Ist schon passiert. Ah, das wird bis gleich trocken. So. Hier könnten eventuell die Waschgelegenheit platziert worden sein. Ja, waren sie. Da findet ihr auch noch eine Armatur. Wobei, das ist kein Wasser. Das ist eher eine Heizung, oder? Oder ist das ist eine Isolierung, ne? Ja, aber das ist tatsächlich... Heizung, ne? Ja, aber das wird früher mit Dachpappe. Ah, das Dachpappe. Und drunter ist... die haben also erst den Schaum gesetzt und dann die Dachpappe drauf? Ja, so in der Art, ja. Okay. Oder ist das Schaumisolierung? Aber das wirkt echt alt schon, das siehst du. Ja, ne? Meinst du aus dem Zweiten Weltkrieg oder wurde das nachträglich gemacht? Nee, das könnte noch weiter. Könnte noch Zweiter Weltkrieg sein. Boah, hier geht's auch noch lang. Guck mal. Alter! Hier sieht's ein bisschen aus nach Brand, ne? Ihr sieht aber nur so aus, oder? Weil die Decken sind nicht schwarz. Das ist doch Terp. Aber Terpappe ist doch dunkel. Der ist doch. Ja, ne, ist Kabeltrasse, ne? Ja, ja. Genau, da sieht man auch noch einen zweiten. Hier sehen wir sogar noch die alten Kupferleitungen. Und Kupfer wird ja irgendwann grün. Grünspan nimmt an. Und hier, leider, wurden die Kabel schon geklaut. Aber man kann hier sogar noch die verschiedenen Farben der Adern sehen. Ich würde geradeaus so erstmal durchgehen. Boah, schon brutal das Ding, ne? Und immer dran gucken, ob man eine Flasche mit Jahreszahl findet. Da ist da eine drauf. Oder ist das nur eine DIN? Nee, ist nur DIN. Und 05. Aber wir haben ja gelernt letztes Mal im Video, DIN-Vorschriften gab es im Zweiten Weltkrieg schon. War mir auch nicht bewusst, weil ich habe es in meiner Ausbildung erst gelernt, dass DIN eingeführt wurde. Aber DIN gibt es tatsächlich schon im Zweiten Weltkrieg. In dem Berchtesgaden-Video habe ich das gesehen, dass es die DIN-Vorschrift schon vorher gab. Über die Toilette. Jo. Wir befinden uns jetzt in der ehemaligen Toilette. Hier sieht man auch noch die Wandbemalung. Für die Region übrigens sehr klassisch. In dem anderen Bunker, in dem anderen Video, finden wir tatsächlich die gleiche Wandfarbe und die gleiche Bordüre. Da hatte jemand blinde Zerstörungswut. Das sind genau die Gründe, warum wir die Pins nicht weitergeben, weil es leider immer wieder Leute gibt, die mit Sprühdosen oder blinder Zerstörungswut hier reinkommen. Ja. Kriegst du die auf? Nee, die ist doch, kriegst du auf.
Das ist ein Tresor, ne? Ja. Ja, und da ist ein Tresor in einem Tresor. Der ist einfach in die Wand eingebaut. Blick zurück. Hat man ja einfach diesen Bottich drunter gestellt. Und der hat sich über die Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, hat er sich einfach befüllt. Witzig. Und hier sehen wir den nackten Gestein. Oder das nackte Gestein. Ein bisschen mehr Licht. Voll geht noch. So, das ist immer schön. Hier können wir noch die Schuhe entdecken von den damaligen Bewohnern, ist ja falsch. Aber von den Menschen, die hier zuletzt waren. Und hier sieht man mal, wie alt diese Schuhe sind. Sogar der Schnürsenkel ist noch dran. Boah, richtig massiv. Ich glaube, der hat sogar Metallpinne. Der hat Metallpinne unten drunter. Oh, mhm. Schuhe, sehr beliebt in einem. Mhm. Immer. Man sieht immer viele Schuhe. Und hier sind sogar sehr, sehr viele. Auch viele Flaschen. Und hier sehen wir, haben wir sogar noch was draufstehen. Mineralbrunnen. Und? '05 Obi steht da drauf. Wofür auch immer Obi steht. Uah, jetzt sind die Finger aber dreckig. So, also ganz viel Relikte aus der damaligen Zeit. Oder vielleicht Nachkriegszeit. Ich möchte nicht übertreiben. Aber auf jeden Fall alt und wirklich alles voller Schuhe hier. Eine schöne alte Flasche. Leider kaputt. Leider kaputt. So ein Deckel, der in einem Apfel nachgeahmt ist. Ja, jo. Da haben sie tatsächlich versucht, Schätze zu bergen. Vielleicht war das ja der Bereich, ne? Also ich weiß es leider nicht, deswegen überlassen wir das einfach mal unserer Fantasie. Ne? Mhm. Genau. So, hier wieder irgendwelche Idioten die Toiletten abgenommen und zerschlagen. Da liegt der Stein noch drin. Einfach mal Stein reinwerfen. Ja, richtig bescheuert. So, ein Fundament. Häufig waren hier dann Maschinen aufgestellt. Das sieht nach Notstrom aus. Ja, ne? Das sieht nach Notstrom. Da sind die Befestigungen, die Flansche. Hier war der große Block. Mhm. Hier war der Motor, ne? Motor. Ja. 100%ig. Ja, ne? Aber den, ja, entweder wurde er geklaut, weil er. Ja, den. Oder gebraucht wurde. Oder gebraucht wurde. Guck mal hier, was ist das hier? Ein Kabel einfach nur? Oder hier so ein Seilzug, ne? Das ist ein Seilzug. Nein. Das ist. Ach, zum Stochern. Ofen, zum Stochern. Ja, zum Stochern. Haben wir auch schon häufiger gesehen, ne? Ja. Stell mal hin für den nächsten. Also an dieser Stelle danke nochmal, dass wir hier den Schlüssel bekommen haben. Auch diese Person möchte leider nicht namentlich, oder was heißt leider, die möchte nicht namentlich genannt werden. Werden wir natürlich respektieren. Eine alte und Teller. Aber nichts mehr dran. Das sieht schon spektakulär aus hier. Das ist wahrscheinlich hier Kamin. Ja, das wird Kamin sein. Batman war da. Wir sind außerhalb der Fledermaus-Schutzzeit da, das ist ganz wichtig. Aber natürlich wollen wir dieses schöne Getier trotzdem nicht ärgern und stören. Aber auf jeden Fall sind wir im rechtlich sicheren Bereich. So, am Anfang, als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich, das wäre von damals. Aber das wurde nachträglich von den Siegnern hier angebracht. Siegner Unterwelt nennen die sich. Meinst du, es war so eine Schiene hier? Was? War das eine Schiene, um das auf und zu machen? Ja, hier war ein Tor. Ja, ah, ein Regal war da drin. Mhm. Spannend. Vielleicht war das der Schatzraum. Ne? Oh, guck mal, hier ein Geheimgang. Den habe ich letztes Mal, glaube ich, gar nicht gesehen, oder? Guck
Guck mal, hier ist noch eine Tür. Das war wahrscheinlich ein Notausgang, ne? Ja, den hat man auch versucht aufzubrechen. Aber vielleicht ist da auch der Schatz hinter, Leute. Ich habe hier so eine Kamera. Olli, da geht's noch weiter. Ich hoffe mal, dass wir gleich von da vorne weiterkommen. Irgendjemand schrieb mal, dass wir irgendwann mal den Goldzug oder so finden. Ah, hier hat da eine Dame ihr Höschen verloren oder vergessen. Und hier ist noch ein Ausgang. Das bedeutet, Leute, wenn wir da nicht langkommen, Oliver, dann geht's da noch weiter. Wir kommen ja von hier aus nicht mehr dahin. Korrekt? Hast du da mal durchgeguckt? Wir brauchen mal eine Rohrkamera. Leute, da geht's noch weiter. Ich muss mal ganz kurz durchgucken. Scheiße. Hier ist noch ein Fundament. Guck mal, die haben das versucht aufzubrechen. Kannst du das? Und Kern, ja. Da guck du da mal durch. Da siehst du was. Da ist mindestens mal ein Fundament. Wir müssen die Rohrkamera mitbringen. Krasses Bauwerk, würde ich sagen. Richtig gut erhalten. Keinerlei Graffitis bis jetzt gesehen. Und das ist natürlich jetzt gerade richtig spannend. Und ich bin ein bisschen traurig, dass ich meine Rohrkamera nicht dabei habe. Das bedeutet, wir haben dein Arm ist auch zu kurz, ne? Und zu gebogen. Also, dass wir da nicht reingucken können, wurmt mich gerade. Nee, da komme ich schon. Ja, ja, kommt die Kamera, kommt das Handy noch nicht mal durch. Also, gehen wir erstmal weiter, würde ich sagen, ne? Aber das Bauwerk hat seine Geheimnisse auf jeden Fall noch nicht erzählt. So, wir gehen jetzt mal zurück. Und ich melde mich gleich wieder. Olli, die Gasmaske. Wo? Hier. Ach, Teufel, ja. 1939. Dreh mal, bitte. Dreh mal für die Kamera. Nee, so, dass ich die Schrift lesen kann. Drehen. Genau, da. Weniger Licht drauf? Oh. Oh, das gibt Ärger. 1939. Ultimativ. Das ist ja wohl der Hammer. Das ist echt krass. Ja. 1939. So zur Orientierung, da kommen wir her. Und hier werden wir jetzt weitergehen. Oh. So, ich hab keine Gummistiefel an, aber die Schuhe sollten halten. Oh, schaut mal. Alles mit Bitumen. Das könnte natürlich auch der Bereich sein, wo die Schätze damals untergebracht wurden. Weil hier alles mit Bitumen bzw. Dachpappe angebracht war. Und die Dachpappe ist über die Jahre runtergekommen. Jo, das war Dachpappe, ne? Ja. Das ist kein Bitumenanstrich, vielleicht aber auch beides. Und vielleicht... Ah, die gab es. Also früher war die mit Aluminium, jetzt nicht mehr. Okay. Weil zu brennbar. Aluminium ist brennbar? Wenn es heiß wird, läuft es. Ah, ja, stimmt. Ja, da spricht der Mann vom Fach. Boah, guck mal hier, waren wir jetzt in einem betonierten Teil. Und jetzt, wieso sind da die ganzen Mülltüten da oben? Boah, da geht's auch noch weiter. Boah. Oh, hast du eine Idee, wofür die hier waren? Die Metallrahmen. Eine Pissrinne vielleicht. Könnte sein, ne? Kommt hin, ja. Ja, könnte eine Pissrinne sein. Da hinten haben wir auch einen Abfluss. Da kommt das Wasser. Waschbecken. Mhm. Kann vieles sein. Ja, auf jeden Fall sanitär, ne? Ja, hier ist eine alte Öldose. Wow. Okay, die scheint aber nicht von damals zu sein, ne? Kann aber. Der alte Schuh wieder. Glasdeckel. Also der ist schon. Oder hier, guck mal die Flasche hier an. Die ist ja cool. Der hat ein Einschussloch, oder? Das sieht nach einem Einschussloch. Mhm. Leute, hier ist alles voll. Voller Relikte. Da
Da ist aber nichts drauf. Und wie ihr seht, hier wurde auf jeden Fall viel getrunken. Auch wieder ein Schuh. Das sind auf jeden Fall Arbeitsschuhe. Das sind keine normalen Schuhe. Da hat man sich schon versucht durch. Guck, hier ist das Aluminium. Das Aluminium. Oh, da geht's noch weiter, Olli. Da geht es noch weiter. Und hier komplette Unterwäsche von einer Dame. Keine Ahnung, was hier so passiert ist. Ich muss die Lampe gerade ein bisschen runterdrehen, die ist ein bisschen heiß. Aber hier gibt es gerade sowieso nicht so viel zu sehen, außer einen nackten Stollen. Wellpappe oder Wellblech. Und da haben wir noch ein Teekännchen und eine Lampe. Eine alte Bergmannslampe. Eine alte Bergmannslampe. Toiletten. Und hier ist noch ein Stöfchen. Alter, das geht hier noch weiter. Ach ja, hier ist der Ausgang, ne? Stimmt ja, hier war der Ausgang. Und jetzt gebrannt. Boah, hier riecht's aber komisch. Hier hat's aber gebrannt. Und hier haben wir noch eine alte Zeitung. Nicht schlecht. Auch hier wieder alles voller Relikte. Und da wurde weiter in den Stollen reingetrieben, aber dann irgendwann aufgehört. So. Nee, wir müssen einen haben wir noch. Also damit ihr eine Orientierung habt, hier ist die Pinkelrinne. Da gibt es noch einen kleinen Verbruch. Da sehen wir noch ganz viele Bohrlöcher. Oh, das hört sich an, als ob einer ist. Boah, krass. Also das Ding ist schon riesig. Und hier seht ihr mal so ein Bohrloch. Da wurde dann, es gab verschiedene Vortriebe. Entweder wurde der Stein halt gebrochen oder es wurde gesprengt. Was hier gemacht wurde, weiß ich leider nicht. Aber vielleicht wisst ihr das. Und hier ist, glaube ich, Ende, ja. Hier ist Ende. So sieht das aus, wenn man mal rückwärts rausgeht. Und damit ihr den ganzen Weg nicht zurückgehen müsst, werde ich mich gleich wieder melden. So, der Blick zurück für die Orientierung. Wir kommen jetzt wieder zu den Hauptstollen, wo wir gerade waren, und haben noch einen Abstecher, den wir machen können. Und dann sind wir für das Bauwerk auch am Ende. Wenn ich richtig liege, ansonsten sind wir schon durch. Olli sagte, wir sind durch. Wir werden es gleich sehen. Das haben wir gerade noch nicht beobachtet. So, bis gleich. Da ist der Ausgang. Und unser letzter Gang, den wir machen können. Pass auf deine Augen auf, direkt vor dir. Genau. Boah, schaut euch das mal an. Also auch auf jeden Fall neuer Bereich. Spritzbeton. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da jetzt nicht mehr viel sehen. Aber um das Bauwerk komplett zu machen, nehmen wir natürlich auch diesen Bereich mit. Und jetzt muss ich schon langsam den Kopf einziehen. Und das sieht hier so ein bisschen aus wie AA. Es ist aber kein AA. Oh, hier wird's tief. Ja, Olli, was? So, hier ist Ende, zum Glück. Okay. Immer schön auf den Hacken laufen, Leute. So, und ich melde mich gleich nochmal von fast draußen. Dann reden wir noch mal ganz kurz. So, meine lieben Leute, also, Olli, komm mal her. Wie hat dir das Revisit gefallen? Mega gut. Mega gut, ne? War gut, ja, das war. Definitiv. Nur, wir müssen noch mal wiederkommen.
Ja, wir müssen irgendwie die Tür da noch bei der, mit der Rohrkamera. Mit der Rohrkamera. Wir müssen gucken, was dahinter ist. Aber wir gucken draußen erstmal, ob wir noch was finden, oder? So sieht's aus. Alles klar. Also tatsächlich, entweder kommen wir noch mal wieder mit der Rohrkamera und gucken da rein. Dann nehmen wir euch natürlich mit. Oder wir finden jetzt gleich draußen noch den Eingang. Dann zeigen wir euch den natürlich. Dann nehmen wir euch natürlich mit. Und in diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es sind also immer noch spannende Abenteuer hier in solchen deutschen Bunkern zu finden. Wenn ihr die Glocke, das sage ich eigentlich gar nicht mehr, aber ich sage es heute einfach nochmal, wenn ihr diesen Content feiert, dann lasst mir gerne ein Abo da, macht die Glocke rot, damit ihr auch immer informiert werdet. Und vor allem bitte, bitte, bitte kommentiert, damit der Kanal größer und größer wächst. Mein riesiger Wunsch wäre, wenn der Kanal dieses Jahr noch die 100.000 voll kriegt. Muss aber nicht, aber wenn wir das gemeinsam hinkriegen, wäre das mega. Von daher, alle, die jetzt zuschauen und noch kein Abonnement hinterlassen habt, tut das bitte, wenn ihr den Content feiert. Ansonsten guckt ihn gerne auch. Und in diesem Sinne, ich bin raus, euer Random Life und Cliffhanger. Leute, wir haben auf jeden Fall schon mal die eine Tür gefunden, wo es nach oben ging mit der Zeitung. Das bedeutet, wir müssen einhören, ne? Ja. Es bleibt spannend. Leute, es bleibt spannend.